Wann gab es da so den Punkt, wo Sie sagen, wir können's? Ja, bei uns war es so, wir haben gewusst, dass die Ungarn eine Weltklasse-Mannschaft ja, zu dieser Zeit waren. Sie waren technisch ja ganz hervorragend, aber wir haben auch gewusst, dass sie mit der Kondition nicht so stark waren wie wir. Und das Wetter hat ja auch damit gespielt, es war ja Regen, der Boden war sehr tief. Und nun kam es ja so, dass wir gleich 2:0 wieder in den Rückstand geraten sind. Und wir hatten das Glück gehabt, dass wir dann gleich drauf den Anschlusstreffer erzielt haben, das 2:1. Und dann gleich drauf auch das 2:2. Und mit diesem Selbstbewusstsein, das 2:2 im Rücken zu haben, sind wir in die Kabine gegangen, zur Halbzeit. Und da haben wir gemerkt und haben auch gewusst, dass wir eine kleine Chance haben, heute die Ungarn zu schlagen. Und so haben wir uns auch motiviert in der Halbzeit. Und so sind wir auch rausgegangen auf den Platz und haben versucht, nun so zu spielen, wie wir das können. Unsere Kondition auch auszuspielen. Und das hat am Ende dann auch geklappt.